Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie. 7 Days to Die. So, welches Gebäude? Da hinten. Was wollte ich denn da looten? Das Ding haben wir ja in der letzten Folge, in der letzten Quest, also am Freitag, wenn ich mich nicht irre. Ist das das hier, was ich looten wollte? Was ich mit einem X markiert habe? War ich da und in sowas nicht noch nicht? Noch nicht, ist auch geil. Noch nicht drin? Wow, Messing. Supi, wollte ich schon immer mal haben. Huh. Wow, ein Reparaturkit. Das ist ja wirklich cool. Das Ding hier, ne? Wissen wir Bescheid. Können wir einmal kurz Rubbel die Katz ein wenig zerlegen. Warum sind immer alle Türen verschlossen hier? Achso, es ist ja eine komplett Holztür. Da macht es ja schon Sinn, jetzt hier das zu nehmen. Ach, das wäre dann eigentlich vorne? Okay. Der Gang hier scheint soweit sauber zu sein, wofür auch immer man so einen Gang da braucht. Oh Gott, Entschuldigung. Hä? Ach, wollten sie das von innen so ein bisschen verstecken hier, oder wie? Was zum Henker? Kommt da jetzt irgendwo ein Kreischer, ein Spider-Zombie runtergeeiert oder was? Schick sieht's ja aus, so von außen, ne? Ich höre, dass da drin jemand laufen. Jemand, der ein bisschen sehr angepisst ist, dass ich hier nicht da lang gegangen bin, wo er das gerne gehabt hätte, glaube ich. Alles so angelaufen kommt. Immer noch mal um sich gucken, ne? Nicht, dass man da irgendjemanden übersieht oder so. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus hier drin. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier drüber gehe, kracht das alles ein, oder?
Au. Ach, hier bin ich. Okay. Dankeschön. Ach, von da wäre ich gekommen. Okay. Die ist verschlossen. Das ändert aber nichts daran, dass hier vorne offen ist. Da stehen noch zwei, drei Leute rum. Hallo. Entschuldigung. Und du musst ja nicht gleich hier so Vollgas geben, junger Padawan. Ich gehe jetzt dahin. Cooles Haus. So, so cooles Haus. Das bringst du mir 160. 100. Okay, dich kann ich ganz einfach easy peasy benutzen. Das zerlege ich. Ach Gott, was soll ich denn mit so viel Holz? Kommt bestimmt vom vielen Türen zerschlagen oder sowas. Oh, noch ein Buch. Was kann das? Bringt mir auch 100. Oh, dann geht's auch noch runter in den Keller. Ich werd narrisch. Was ist das für ein Riesenhaus hier, hör mal. Oh. Das hatte ich auch. Achso, das ist die Tür dann. Okay. Hier war ich nicht dran. Thunfisch. Okay, dann werde ich den Thunfisch jetzt auch gleich nochmal wieder wegschnabulieren. Habe ich denn immer noch hier irgendwie eine behandle leichte Infektion? Okay, ja gut. Tiefe Schnittwunde. Bluten minus 15%. Naja. So, also, gehen wir nochmal hier drüben rein. Auch jedes Mal wieder irgendwie blödes Holz mit auf. Geil. So geil. Oh, gefällt mir echt gut. Ne, da ist auch nichts. Nichts hinter. Wusste ich's doch, dass hier nochmal irgendwas versteckt ist. Warum machst du denn immer diesen blöden Doppelschlag? Krüsis, ey. Ernsthaft? Dekoration. Ach so. Dich werde ich benutzen. Euch werde ich zerlegen. Dann werde ich das bitte auch zerlegen, aber jetzt erst together. Zerlegen. Proppen. So ein bisschen muss man ja hier haushalten mit dem Platz. Nicht wahr? Nicht wahr? Nicht wahr? Ach, oben brauche ich dann wieder zwei Schläge. Hm. Ja, warum nicht? L-Küche. Irgendwas ist da drunter. Ohne Heilbandage. Die kommt mir ja mal ganz gelegen. Ne, euch brauche ich eigentlich nicht. Die drei Stofffetzen können auch weg. Ah, gut. Wofür habe ich hier so einen Raum? Wenn da nichts drin ist, was man benutzen kann. So, zerlegen. Benutzen. Zerlegen. Und gleich mal benutzen, weil Durst habe ich ja sowieso auch irgendwie immer. Dann können wir hier auch nochmal den goldroten Tee uns reinkippen. Hm? Ach so. Weil ich noch in dem Dingens drin war. Ja. Sieht das geil aus. Der Hammer. Sehr schön.
Nee, die Schaufel hat hier unten doch gar nicht drin, Junge. Lass das. So, eigentlich wollte ich zum Händler, ne? Geil, oder? Welche Uhrzeit haben wir? 11 Uhr, ein paar zerdrückte. Gut, geht noch. Da kommen wir irgendwo hin, also bleibt nur hier lang. War ja klar. Dass der Depp dann auch versucht, da lang zu kommen. Deppi. Deppinator. Ja, danke schön. Das sieht mir doch so aus, als würde sich da irgendwas hinter verstecken. Ein paar Pillen. Pillen, Pillen, Pillen. Okay. Ach, ich mag den Kandelaber. Sehr schön. Auch den Schatten, den er wirft. Nice, 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 nice. Nichts zum Looten hier. Ach, dann geht das so nicht. Ja gut, dann hüpfe ich halt auf den Woodframe. So, und hier muss ich jetzt erstmal nochmal kurz verändern, weil die Farbe, das kostet ja hier alles. Das kostet ja hier alles, das brauche ich ja alles. Das Mützchen wird auch verkauft. Das Ding hier kann ich auch mitverkaufen. Na komm. Komm, Mietz, 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 Mietz. So, wo könnte ich denn die Farbe jetzt noch reinstecken? Und etwas, was ich nicht verkaufe. Ja gut, ist ja jetzt erstmal egal. Wir können ja dann zur Not auch noch, wir haben ja hier keine Quest. Also könnten wir ja auch. Ne? Könnten wir ja. Blöder Scheißgeier. Noch einer? Genau. Ja, das macht voll Sinn. So, was habe ich denn hier? Knochen. Was hat er aufgenommen? Federn. Die total unnützen Federn. Wobei, gut, Knochen brauche ich jetzt auch nicht mehr so dermaßen viele. Weil ich habe ja, ich kann ja aus Mais den ganzen Kram herstellen, aber gut. Na endlich. Das wird doch hier nicht nur einfach so ein Räumchen sein, oder? Oder doch. Das ist einfach nur ein Mittel zum Zweckraum sozusagen. Ach, hier drüben sind wir jetzt. Okay, okay. Irgendjemand läuft unten lang. Wanderhorde, das. Die lasse ich mir doch jetzt hier nicht entgehen und die will ich auch nicht im Haus empfangen. Ein paar junge Ladies sind dabei, ein paar komische gelbköpfige Glatzköpfe. Steht er nochmal wieder auf da, der Vogel? Da ist noch eine Lady, die hier noch so verstreut im Weg rumsteht. Nach da hinten sind entweder welche gegangen oder die kommen noch hierher. Also eine Wanderhorde. Die Skillpunkte nehme ich doch gerne mal mit.
Eigentlich hatte ich auf den anderen gezielt, aber gut, wenn er seinen Kopf da jetzt mitten reinsteckt, dann habe ich da doch keine Probleme mit. Ihm dann da auch einmal einen wegzunieten. Na komm. Ich wusste es. Du stehst da wieder auf. Jetzt nicht mehr. Toll. Wo steht denn nochmal unser Auto? Ich gehe einfach durchs Haus. Ich glaube, unser Auto müsste da hinten irgendwo rumstehen. Ist hier noch ein Überrest von der Wander oder irgendwo? Nee. Und ich nehme das Auto jetzt auch einfach mit. Ist, glaube ich, gescheiter. Dann muss ich nicht so weit laufen mit vollen Taschen. Ausdauer ist ja sowieso nicht so mein Bestes. 13.04 Uhr. Schon wieder. So. Komm, ab ans Auto. Okay, okay. So, was, das kann, glaube ich, hierher, das auch. Die nehme ich hier mit. Knochenmesser. Bringt mir nichts. Kann ich zerlegen. Ich weiß zwar nicht, was bei rauskommt, aber immerhin. Ach, Knochen. Ja gut, dann soll es das wohl gewesen sein. Der Rest ist zum Verkaufen. Oder so, Holz habe ich auch dabei. Das ist schon mal nicht schlecht. Wie viel Schuss habe ich jetzt hier? 36. Achso, die waren ja noch, weil wegen... Mhm. Ich verstehe, ich verstehe. Warum hatte ich das Haus ja eigentlich nicht gelootet, als ich hier noch gewohnt habe? Das verstehe ich nicht. Weil das scheint ja doch echt mega interessant zu sein. Ach, da komme ich nicht rein, ne? Aber den Grill kann ich looten. Toll, Knochen. Irgendwo hier bin ich doch... Bin ich hier nicht irgendwo reingekommen? Ne, hier jetzt nicht so. Aber hier. Durch die Küche... Treppe rauf. Treppe rauf. Tut mir leid, aber hier... Hier hacke ich mich jetzt einmal durch. Das mache ich nicht nochmal mit. Hier einmal mich quer durch die Genossenschaft zu latschen, das muss ich sagen. Oh, tut mir leid. So, ich probiere es jetzt... Oh, ja, das hätte ich ja beinahe übersehen beim letzten Mal. Ja, unbedingt ganz wichtig. Na gut. Gut, ah, besser als nix, ne? Gibt's denn sonst noch irgendein Versteck? So eins zum Beispiel. Schöne Boots. Schön, schön. Ein bisschen Schießpulver. Warum ist die Tür verschlossen? Was soll das? Hier kommt. Klebeband habe ich schon lange nicht mehr gefunden, muss ich sagen. Gut, da kommen wir also so nicht weiter. Ergo, wir müssen up the stairs. Und ich würde sagen, mal wieder mehr Glück als Verstand, ne? Okay, okay. Guten Morgen. Ach ne, wir nehmen hier mal Elfriede. D
Die ist ja dann mal sehr effektiv. Aber auch sehr laut. Aber auch sehr effektiv. Aber nur wenn man trifft. Wenn man nicht trifft, ist sie nicht sehr effektiv. Oder wenn man nachladen muss. Doch, ich mag die Waffe. Irgendwie. Okay. Das hatte ich mir, da dachte ich, da wäre vielleicht was, aber nee. Irgendwen oder irgendwas habe ich da tatsächlich gehört. Ich weiß nur nicht wo. Ja, hier würde ich jetzt gerne mal rüber. Da drüben sind nämlich irgendwie Bücher und sowas. Aber das kann ich ja nur. Sehr schön. Schauen wir da nochmal kurz. Was haben wir hier? Bauplan, automatischer Geschützturm. Den werden wir uns doch gleich mal einverleiben. Das gleiche gilt für Holzsplittermod. Nicht, dass ich sie bauen würde, aber besser haben als brauchen. So, dich zerlege ich jetzt auch mal. Und wir sind am Ende einer Folge angelangt. Ich sage erstmal Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Hoffe, dass wir uns hier in diesem Gebäude dann beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin. Tschüssi.